Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Pokémon, nicht Odyssey, meine Güte, ich bin immer noch dran gewöhnt, hier Mario zu spielen. Nein, natürlich, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, meine Güte, so schwer ist das nicht. Pokémon Let's Go, meine Güte, Evoli Edition spielen wir hier. Wir sind natürlich immer noch in der Mondhöhle und hier hat anscheinend Team Rocket wieder irgendwas ausgefressen, aber zuerst müssen wir den Knirps Magnus natürlich mal zeigen, wo der Hammer hängt. Damit er so mal ein bisschen vorwärts hier geht mit seinem Mankey. Sehr interessante Pokémon, war. Oh. Taubsi geht wohl nicht ganz so gut. Ich glaube, damit ist Taubsi im Prinzip auch hin. Aber naja, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Energie. Okay, der weiß halt, dass das Gift uns dahin rafft. Jupp. Aber das ist okay, das ist okay. Verwenden wir einfach. Wer braucht denn EP? Kommen wir mal in Bisasamen. Bisasamen brauchen ein paar EP. Das kann dann gar nicht so wehtun, würde ich an dieser Stelle sagen. Deswegen setzen wir natürlich einmal einen schönen Rankenhieb ein. Batch. Damit ist ja auch Geschichte. Und wir bekommen ein paar Erfahrungspunkte auf Bisasorm. Und wir halten drei Pokébälle. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass Taubsi weg ist. Allerdings würde ich sagen, durch das neue Boxensystem, was wir jetzt ja haben. Nein, falsche Taste. Durch das neue Boxensystem würde ich sagen, ist es gar nicht so schlimm, wenn ein Pokémon down ist quasi. Und dann müssen wir uns einfach nur einen Ersatz suchen. Nehmen wir mal einen Kleinstein mit, weil wir es gerade gefunden haben. Das leveln wir dann ein bisschen mit auf und irgendwann holen wir uns dann Taubsi wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es so positiv ist, was sie hier eingebaut haben mit diesem Pokémon-Tauschsystem on the go. Das weiß ich doch nicht. Oh, ein Paras, ein neues Pokémon. Das müssen wir natürlich catchen. You gotta catch them all ist ja eigentlich nicht unser Motto, sondern nur das Motto des Spiels. Ach komm, das war absolut fantastisch. Na gut, kriegen wir das ausnahmsweise mal nicht, aber sonst geht's noch. Come down, Paras hier. Get in the Pokeball. Obwohl, sie haben uns jetzt halt schon Superbälle angedreht, ne? Das wird auch einen Grund haben, warum wir jetzt schon Superbälle bekommen haben. So direkt. Also ich kenne das halt normalerweise, warum man hier halt keine Superbälle. Aber das Spiel ist halt anders. Das ist halt auch mit den Bären und so. Deswegen ist das alles ein bisschen anders. Wir verbrauchen ja auch deutlich mehr Pokébälle. Ich will gar nicht wissen, wie es dann bei den Legendären ist. Werfe ich dann 1 Milliarde Bälle oder was? Das wird ein Spaß. So, Paras wurde bekommen. Pikachu ein Level Up. Weiß noch nicht, wie sehr wir Pikachu verwenden wollen, weil wir sind ja Team Evoli eindeutig. Ja. Also wurde natürlich in die Box gelegt, aber jetzt müssen wir auch mal hier vorwärts kommen. Sonst wird das ja nichts. Noch ein Paras. Ich will eh battlen, deswegen wurscht, ob die mir jetzt sehen oder nicht, ne? Dann labern wir die an. Dann sind die immer so. Was? Aber es geht ja hier um das Battlen, deswegen müssen wir das natürlich auch machen. Mit einem Pipi tatsächlich. Und wir haben natürlich Zoe am Start, deswegen ist das Ding ja im Prinzip schon gewonnen. Na, wir machen Ruckzucki. Obwohl Pipi kann gar nicht schneller sein, oder? Ja, okay. Wurscht. Egal, es sitzt ja keine gescheiten Attacken ein, deswegen ist es eh wurscht für uns. Und Zoe beendet das einmal kurz. Mit einem Swift Ruckzucki. Yes, Safcon, Level Up, sehr schön, Kleinstein, Level Up. Sehr schön. Oh nein, ich hab verloren, weil ich doof bin. Tja, da kann ich auch nichts für, wenn du so doof bist, ne? Also ich hab das jetzt da so. James. Gah, hör auf uns zu folgen. Hä? Müssen wir auf dem oberen Level der Höhle bleiben? Knirpse Luan! Also seine Eltern mögen ihn auch nicht, wenn sie Luan genannt haben.
Dieser Kampfruf, ich finde den super. Schade, dass nicht jedes Pokémon den hat. Das wäre echt awesome. Giftstachel. Giftstachel. Junge. Pass mal auf, was du machst. Dann macht Zoe nämlich kurzen Prozess mit dir, wenn du mit solchen Attacken um die Ecke kommst. Ja, das ist total uncool. Finde ich auch mit dem Giftstachel hier, ne? Ich bitte dich. Kommen wir denn dahin? So. Der Wanderer. Wir finden eine Perle. Ich will aber nochmal die andere Leiter darunter gehen. Das interessiert mich tatsächlich. Ein Pipi! Na, aber auf jeden Fall. Und vielleicht sollen wir bei neuen Pokémon noch warten, bis wir große Varianten davon finden, ne? Ah. Na, das war leider kein mittlerer Treffer, aber immerhin. Ah, reicht natürlich nicht. Jetzt aber ein großartiger Wurf. Damit sollte das ja drin sein an dieser Stelle. Und zack, ne, natürlich. Klasse, Pipi wurde gefangen. Dies passt schon. So, Bisasam Level 11. Und Kleinstein Level 8. Onix wäre halt schon sweet, ne? Hey, so eins wie Rockwart auf Level 12 wäre natürlich super, aber ich glaube, das wird uns nicht gelingen. Ein Paras. Okay, hier haben wir nur ein Itemchen. Ein Nugget tatsächlich, das ist natürlich schön. Ich glaube, die kann man nur verkaufen. Ich hatte gerade gerade. Ach. Das ist ja unschön. Ich dachte, wir können uns da so lang quetschen. Mit dem Wasser hier können wir auch nichts anfangen. Das ist schade, dass es hier so wenig. Okay. Jetzt werde ich auch noch geteased da mit dem Item. Wo kommst du denn her? Ist ein Zubat das überhaupt wert, wenn sich das so viel bewegt? Ich meine, es ist ein Zubat, ne? Ein Zubat. Aber wir so natürlich zu fangen, was geht. Oh, der war noch im Kreis. Hätte mein einfach fantastischer Wurf aber auch zählen müssen. Ja, jetzt. Karma Down Zubat hier. Schon wieder gut. Erstaunlich, was alles gut ist. Und was nicht fantastisch ist, auch erstaunlich, aber darüber wollen wir uns jetzt ja nicht auslassen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das Layout davon war. Dazu ist meine. Ich habe das halt mit Feuerrot gespielt. Dafür ist das viel, viel, viel zu lange her. Wow, was ein Kind? Bald hast du mich vielleicht erschreckt. Ja, Mann, ne? Du bist da schon ein ziemliches Weichei, Mr. Rufus. Dieses ist so geil. Ja, mit normalen Attacken brauchen wir wahrscheinlich nicht kommen, oder? Würde ich an dieser Stelle sagen, wenn wir einen Doppelkick zur Verfügung haben. Wie du vielleicht merken wirst, Gleichstein, wird dir der Verteidigungsboost auch nicht mehr helfen, wenn ich dir mit einem Schlag fast alles abgezogen habe. Weißt du, dann reicht das vielleicht nicht ganz aus. Ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, na, ist nicht deine Stärke, ne? Ich weiß aber. Naja, manchmal ist das ja so. Bams! Evoli erreicht Level 15. Das würde sich halt locker zu Psyana entwickeln. Gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus in Let's Go? So wie bei Sonne und Mond? Also, in den Originalspielen gab es den natürlich nicht. Das wäre auch nicht schlimm, wenn er nicht drin wäre. Aber wäre halt witzig. Obwohl, was soll er beeinflussen? Es gab halt früher keine Pokémon, die tagesabhängig sind, ne? Kann man natürlich sagen, in Sonne und Mond waren auch ein paar dabei, die eigentlich nicht davon betroffen sind, aber. Ey, pass auf, was du machst, sonst kriegst du einen Evo-Crush ab, ja? Komm, wir machen mal einen Ruckzucki. Einfach nur, um ein bisschen AP zu sparen. Sogar ein Crit war das. Warum auch immer, aber. Ne. Die kriegt man ja immer, wenn man sie nicht benötigt.
Und nie, wenn man sie benötigt. Obwohl. Was machst du da in deiner Ecke? Halt! Beutelkontrolle! Hast du auch ausreichend Pokebälle? Hm, sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Gibt ihr uns Pokebälle, wenn wir verkacken? So. Ich bin tatsächlich gerade kein. Ach, Mautzina, wunderbar. Miauz. Oh, dieses Miauz. In welchem Spiel war das? In welchem Spiel war dieses Miauz von Mautzi? Warum wir ein sehr kleines Kleinstein eigentlich nicht, ne? Dieser Ruf, in welchem Spiel war das? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Irgendein Spiel erinnert mich das jetzt. Gerade. Ach, ist das das hier? Ja, ne? Ja. Gott, ich versuche hier gerade an den Pokémon vorbei zu navigieren. Weil wir sind halt gnadenlos über Level und ich brauche nicht 10-mal dasselbe Pokémon fangen, wenn wir ehrlich sind. Solange wir da nichts chainen, können wir da lieber die Pokebälle sparen. Und da haben wir direkt unseren ersten Kandidaten von Team Rocket. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Acker, du Winzling. Wow, Rocket. Das hat auch tatsächlich nicht so eine hohe Auflösung. Das hätte man vielleicht in HD machen können. Aber, ne. Wer fragt schon mich? Ich habe mich gerade fertig gemacht, um das zu fangen. Ne? Ich habe schon die Joy-Con in die Fangposition gepackt, weil ich dachte mir so, ah, Traumato kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Oh, an dieser Stelle der Traumato würde ich nehmen. Wow. Ich meine, was will der auch gegen Zoe machen? Ne? Ich meine, Zoe reißt einfach so durch, ne? Safcon natürlich hier Level 9. Kleinstein natürlich Level 9. Steinwurf. Holen wir uns natürlich. Gegen Einigler. Komm, benutzen wir eh nicht. Hey, solange es halt nicht eine sehr starke Verbesserung ist, was will man damit, ne? Das dauert halt viel zu lange, um da irgendwo ein Setup zu machen. Und seien wir ehrlich. Ein sehr großes Onyx! Das wird natürlich direkt gecatcht. Riesig. Dafür gibt es halt Level 7 Onyx. Ja, irgendwas läuft hier falsch, oder? Komm, wir geben ihm mal eine Beere, dass wir das auch fangen können. Level 7 Onyx. Jetzt mach halt nicht deine Animation hier. Mann, ich habe das Gefühl, dass der so riesengroß ist und ich werf die halt so weit. Okay, der war schon besser. Aber ich habe da halt viel zu doll ausgeholt, weil ich dachte, der ist halt richtig riesig. Dem war aber nicht so. Komm, ich will da mal einen riesen Onyx haben. Ich glaube, das gibt auch viel EP. Ich nehme jetzt einen Superball, das geht mir auf den Keks. Und wir haben ja 14 Stück, ich meine, was soll's. Jetzt beweg dich doch nicht, wenn ich dich fangen will. Meine Güte. So, Beere und Superball. Ich meine, klar war jetzt kein... Ich will das halt haben, ne? Ihr merkt das vielleicht. Jetzt warten wir noch die Animation ab. Und werfe schon wieder zu weit. Wieso werfen wir denn immer zu weit? Jetzt macht er eine Animation. Oh, jetzt. Das bringt mich in Pokémon Go auch immer zum Verzweifeln. Wirklich. Komm schon. Oh. Komm, Bären. Mal eine Animation. Wir kriegen einfach keine guten Würfe, ne? Jetzt komm schon. Yes! Endlich! Was war ja eine lange Geburt hier. Onyx gefangen. Lasst mir auch mal, wenn ihr schon guckt, lasst mir bitte mal eure Meinung zu den etwas längeren Parts jetzt da. Weil wir machen jetzt ja 30 Minuten Parts, weil im Prinzip müsste ich jetzt ja hier einen Cut machen ungefähr. Und da haben wir jetzt halt im Prinzip noch nichts gemacht, wie ich finde. Deswegen mag ich die längeren Parts lieber. Ich möchte auch nicht so hart schneiden. Weil ich finde, dann geht schon was verloren. Deswegen hätte ich tatsächlich gerne mal eure Meinung zu den längeren Parts. Ich denke auch gerade, das Spiel kommt gerade raus, ne?
ist eigentlich, also ich finde es vernünftig an dieser Stelle. Da sind Jesse und James. Das schwarze Ding da drüben, das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Miauts? Du schaffst das, Mauzi. Dann wollen wir euch da anscheinend nicht weiter stören. Bei euren kriminellen Aktivitäten. Man braucht halt einfach keinen Schutz mehr, ne? Ist schon. Obwohl, es ist extra groß, deswegen. Wieso verwenden wir? Ich will keine Superbälle verwenden. Ich will Pokebälle verwenden. Hä, ich hab doch nach links gefroht. Ich hab doch nach links gefroht. Wieso? Ja gut, dann warten wir, bis es in die Mitte geht. Aber ich habe wirklich gerade ausgeworfen. Alter, hör auf. Animationen. Ich mag diesen Go-Kram nicht. Ich meine, es ist einfach nur nutzlos, weil wenn ich ein Pokémon schwäche und es da nicht reingeht. Klar, das ist man halt gewöhnt, dass es da nicht klappt, ne? Aber dieses Werfen und dann kommt da halt so ein Zufalls. Okay, Pokémon fangen ist immer wahrscheinlichkeitsbasiert. Aber so kriegt man es halt richtig in die, ins Gesicht gerieben, ne? Wenn die so eine Animation irgendwann anfangen. Ja, jetzt. Du gehst mir auf den. Das ist. Das geht. Also jetzt, ne? Heute ist nicht mein Pokéball-Werftag, wie ihr merkt. Überhaupt nicht. Geh in den Ball. Just do it. Ich müsste eigentlich mehr EP kriegen, desto mehr Bälle ich geworfen habe, weil das ist ja alles ein Zeitfaktor, der hier auf Flöten geht. So, kriegen wir dafür jetzt irgendwas? Komm schon. Ja, endlich. Ja, heute ist irgendwie nicht mein Pokémon-Fangtag. Überhaupt nicht, so. 317! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist okay. Das ist eine angemessene Menge. Okay, jetzt sind wir bald wieder. Doppelkick. So. Warum nicht? Kommt halt Heuler weg. Seien wir ehrlich. Benutze ich sowieso nicht. Besonders halt. Klar, es gibt so Status-Effekte, die man tatsächlich im Competitive benutzen kann. Es sind halt erstens nicht die. Und zweitens ist es halt einfach so, im Story-Modus braucht die keine Sau. Safcorn entwickelt sich. Na, ich hoffe, dass Sarah jetzt zuguckt. Denn wenn wir mal den Zwei-Spieler-Modus spielen, was ich hoffe, dass mal der Fall sein wird, dann habe ich genau das richtige Pokémon für sie bereit. Und dann kann sie Smetbo auch einen Spitznamen geben. Dein Safcorn wurde zu Smetbo. Ich glaube, da wird sie sich drüber freuen. Glaube ich. Davon gehe ich jetzt mal aus. Gucken wir uns mal an, Smetbo, der die hochgiftige Staub stiegt auf seinen Flügeln, Wasser abweist, es kann es auch bei Regen und Meer fliegen. 32 Kilo, 1,1 Meter. Das Ding ist groß. Wusstet ihr, dass Smetbo so riesengroß ist? 40 Kilo! 40 Kilo! 40! 40! Also ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt ja kein Pipi irgendwie neu gekriegt, oder? So. Wo geht es denn hier weiter? Da ist ein Rocket-Mitglied. Davor finden wir allerdings noch ein Eutchen, und zwar ein Belabor. Könnten wir theoretisch gesehen für unser Taubsi verwenden, aber seien wir ehrlich. Steck deine Nase nicht in Angelegenheiten von Erwachsenen! Doch, das ist meine Aufgabe. Ripple von Team Rocket, allein wie die da steht, so. Eigentlich will ich gar nicht kämpfen, weil das macht meine Nägel kaputt. Die unter. Oh, dieses. Ist doch so cool, oder? Also, ich sag jetzt, schreibt einfach alles in die Kommentare, ne? Aber schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das, wenn dieses. Dieses. Ich zerreiß euch alles. Ich finde das super. Ich finde das super. Aber man ist in dem Spiel halt. Ne, neigt dazu, einfach die ganze Zeit sein Partner-Pokémon zu nehmen, glaube ich. Klar, ich meine, Evoli ist natürlich auch besser als Pikachu, ne? Natürlich keine Frage. Warte mal. Wir haben gar kein Pokémon draußen, ne? Wir können ja mal
Bisasam aus dem Pokéball holen. Because why not? Stopp, Finger weg. Ich habe dieses Fossil gefunden. Also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, Wahl zuerst. Achso, und deswegen machen wir einen Pokémon-Kampf, weil du schon beschlossen hast, dass du es eh kriegst. Dann müssen wir keinen Pokémon-Kampf machen, du Spacki, oder? Du hast schon nicht so drüber nachgedacht, oder, mein Freund? Oh, so wie zerfleischt alle. Aber richtig. Ich hoffe halt, dass er nicht Statik hat. Okay. Damit hat sich das wahrscheinlich... Nee, tatsächlich nicht. Hat sich nicht gelöst. Ich dachte, ich war mir ziemlich sicher, dass wir jetzt paralysiert werden. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Manchmal wird man nicht paralysiert. Da kann man dann auch nichts dagegen machen. Ja. Nö. Jetzt müsste ich halt... Klar, man könnte das erlernen, aber dann müsste ich jetzt eine Attacke auswählen und... Keine Lust. Mir gefällt auf jeden Fall die Kampfmusik von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich voll der Fan von. Wieso werden wir nicht paralysiert? Haben wir so viel Glück? Haben wir so viel Glück? Ist dies der Fall? Ist dies der Fall? Wir werden es wahrscheinlich nie herausfahren. Na gut, ich gebe dir eins ab. Na, heult der unter der Brille? Na schön, Vital, es gibt ein Fossil pro Tag, aber bloß nicht gierig werden. Ja, dann nehmen wir den Lord and Savior, oder? Helix Fossil. Lord and Savior, ne? Wissen wir Bescheid. Na nun gut, dann nehme ich das hier. Da Kabutops kriegen wir auch noch. Wo kommst du denn her, Pixie? Oh. Keine hohe Fangwahrscheinlichkeit, also Beere. Oh Gott, der ist halt immer noch rot. Und Superball. Macht's eine Animation? Ich will jetzt keinen Ball fangen. Ah, es hüpft umher, da habe ich ja keine Lust drauf. Nee, da habe ich keine Lust. Okay, nur gut. Dann waren wir ein bisschen zu früh. Aber haben wir Glück? Yes, wir haben Glück. Oh nice, es gibt richtig viele Punkte wegen erster Wurf und neues Pokémon. Guter Wurf mit einem Wurf, neues Bonus. Es kriegen halt alle Level up, außer Nidoran, aber es hat ja gerade eins. Biss. Ja, machen wir Tackle weg, oder? Würde ich sagen, weil ich meine, ne, wir verwenden eher Rukzuki als Tackle, deswegen. Ne. Biss ist auch manchmal ganz praktisch. Giftbruder. Interessant. Kommt Heuler dafür weg. Ja, mein Giftbruder, das kann schon schön sein, sowas zu haben. Besonders gegen so elendige Gegner. Schlafpuder. Oh, Schlafpuder. Ich würde halt Schlafpuder tatsächlich immer nehmen, weil ich dann Pokémon einschläfern kann, um sie zu fangen. Aber da wir das nicht machen müssen, nehme ich lieber Giftpuder. Weil wir müssen halt kein Pokémon einschläfern, um es zu fangen. Ne? Deswegen nehmen wir halt Gift. Na, steht ihr? Ja, das... Tarnsteine. Das ist das Schöne. Das ist was Schönes. Ja, komm, Geduld verwende ich eh nicht. Dafür bin ich nicht geduldig genug tatsächlich. So, Tarnsteine. Tarnsteine sind was Schönes. Obwohl, ich weiß ja nicht, Top 4 werden wir bestimmt Tarnsteine oder so mal raushauen. Wenn es soweit kommt. Stehen geblieben. Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt? Eine Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich, James. Zusammen sind wir Team Rocket und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten. Ihr merkt selber den Logikfehler da drin, oder ihr beiden Spackies? Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket fordern dich heraus. Das ist schon ein bisschen an Anime angepasst, ne? Aber
Eine coole Sache und natürlich auch mit der Rose am Start. Los, Zoe und Bisasam. Ja, zur Not machen wir jetzt Zoe Crush und dann ist alles weg. Was machen wir denn jetzt am besten? Wie viel Base Damage? Das hat 60 Base Damage. Haben wir. Ich überlege halt tatsächlich Egelsamen zu verwenden, aber. Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. So. Oh. Das war vielleicht ein Fehler. Okay. Ja. Ich möchte halt lieber als erstes ein Pokémon raus haben, ne? Ist ja irgendwo logisch. Das reicht nicht. Ach, blöd. Wir hätten uns halt auf Rettern konzentrieren sollen, weil das halt Area of Effect Schaden macht, anstatt auf einen einzelnen zu gehen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es eindeutig zu spät. Aber das Battle-System bis jetzt gefällt mir gut. Kann man gut umher. Außer, wie gesagt, ich kriege halt einen Krampf von dem kleinen Joy-Con dafür, weil ich. Ne, mit richtigem Zeug wäre das schon besser. Aber sonst gefällt mir bis jetzt. Ist halt ein ganz normales Pokémon, ne? Aber der Kampf ist theoretisch gesehen. Okay, wir könnten halt irgendwas ein. Ich weiß, ob wir irgendwas dabei haben gerade. Ich hab tatsächlich außer Bisasam. Naja, Taubsi haben wir halt weggeschickt, ne? Taubsi haben wir halt weggeschickt. So. So viel dazu. Bisasam. Und auch der Rest der Erfahrungspunkte, Kleinstein Level 13. Wir müssen Kleinstein gar nicht mehr mitnehmen, weil wir haben ja einen Onix gefangen, oder? Ich glaube das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Du gewinnst 1000. Fresh. Das war offensichtlich ein Schuss in den Ofen. Okay. Evoli will unsere Aufmerksamkeit. Schaut etwas genervt aus der Wäsche. Ja, brauchst du nicht genervt sein, Zoe, hä? Süße. Da. Nichts mehr genervt hier. Sowas gibt's hier nicht. Und jetzt kraxeln wir hier hoch. Ist halt derselbe Raum. Obwohl, da war Wasser zwischen, ne? Okay. Ich nehme es zurück. Aber wir wollen hier den Pokéball natürlich haben. Paraheiler. Medium interessant, würde ich sagen, an dieser Stelle. Die Route hier ist aber ein bisschen leer, oder? 5 Pokébälle. Das habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen wollte ich Bisasam rausholen. Damit wir ein paar mehr Sachen fanden. Ihr Menschenskinder, ne? Irgendwann lerne ich aussprechen. Dies sage ich euch. Irgendwann. Wie kommen wir da jetzt hoch? Geht's jetzt weiter? Hä? Ja, spurlose Schutz ist in Ordnung, aber wo geht es weiter? Muss ich einfach droppen anscheinend. Gibt's hier was Neues? Habitak haben wir schon. Lame! Ratzwatz haben wir schon. Lame! Na, wieso sagen, willst du da was finden? Nee. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, Azuria City. Oh, Fahrradshop. Locker gibt's kein Fahrrad hier. Wie viel kostet denn so ein Fahrrad? Wir können ja mal nachfragen, wie viel so ein Fahrrad kostet. Verkaufst du die Fahrräder? Ich freue mich mal. Willst du das? Ist meine Fahrradsammlung nicht der Hammer? Ich lasse dich nicht mit ihnen fahren und sie stehen auch nicht zum Verkauf, aber du darfst sie so anschauen, wie du willst.
Aha. Danke, nein. Danke, nein. Wulli! Wulli, Wulli! Das ist ein Pokémon Center. Na, Hauptsache Zoe freut sich. Aha. Weil ich da Geld reingeworfen habe. Vergiss es. Ich werfe sie Geld rein und sage, oh, das macht Spaß. Macht Spaß, Geld wegzuwerfen. Ja, das ist toll. Diese schöne Sache. Dies ist eine schöne Sache. Ich meine, wo kommen wir denn da hin, ne? So. Pokémon sind wieder jobfit. Vielen Dank. Wir uns bald wieder, ja, vielleicht. Ja, hau raus. Blubsauger, Knisterladung, Flackerbrand. Oh, Blubsauger. Ist bestimmt irgendwas, um KP zu reparieren, oder? Es hat halt Stärke 90. Und es heilt uns. Also das ist cool. Das nehmen wir. So, die anderen Attacken habe ich jetzt aber nicht Lust mir auszuprobieren. Wir speichern uns einfach mal die Location und dann weiß ich am Ende nicht, warum ich so einen Screenshot gemacht habe und lösche ihn wieder. Aber dann haben wir immerhin etwas gemacht, ne? So. Okay, ja, Bill. Und du hier? Die Geschäftstypen sind auch in jedem Pokémon Center. Ja, von Bill habe ich tatsächlich schon mal gehört. Möchtest du dein Rad von gegen meins tauschen? Ein Alolan Ratsfratz? Ja, dann. Hep, hep? Ist sogar höher? Ja, mach. Pff, nein. Dann tauschen wir hier nochmal kurz. Ist doch fresh. Alolan Ratsfratz ist natürlich cool. Durch die Pipeline gepumpt. Zwar noch zwei Level höher. Und levelt dann auch schneller. Das ist vernünftig. Vernünftiger Tausch, würde ich sagen, für uns. Gewöhnlich gut am Ratsfratz. Vielleicht. Gucken wir mal. Es ist halt kleiner und leichter. Na, überrascht mein Ratsfratz erscheint aus der Alola-Region. Manche Pokémon unterscheiden sich je nach Herkunftsregion in Form oder Typ, auch wenn sie derselben Art angehören. Das ist okay. Damit komme ich klar. Damit komme ich klar. So. Und ich würde sagen, damit haben wir doch schon einiges erreicht. Wir sind in Azuria City angekommen. Und macht das heiter im Himmel ein Das ist schon irgendwo süß, ne? Naja, auf jeden Fall haben wir eine Herausforderung fürs nächste Mal. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seht das nächste Mal wieder bei Pokémon. Let's go, Evoli. Tschüss.